Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zum heutigen Orakel nach Sternzeichen, Duaseelen-Orakel für Duaseelenbeziehungen, Seelenpartnerschaften und Wunschpartnerschaften. Wie immer, bevor ich mit dem Orakel anfange, möchte ich euch einige Angebote für Monat Juni 2020 vorstellen. Ich hoffe, ihr seid gut in dem Monat Juni angekommen. Ihr habt die letzte anstrengende Zeit soweit gut überwunden. Und ich sage euch, es geht mit Anstrengungen weiter. Es wird immer etwas leichter mit jedem Monat. Aber dieses Jahr 2020 ist sehr viel zu tun, spirituell gesehen, energetisch gesehen. Es ist ein Jahr, in dem sich alles ordnen sollte und ordnen muss, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Wir haben ein Jahr der Dualitäten, ein Jahr der innere Kämpfe zum Beispiel. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, worum es in diesem Monat Juni geht. Also wir haben erstmal ein Monat, der für die Familie und für die Kraft, für die eigene Kraft steht. Alle verschiedenen Kraftarten sind angefragt und gefördert. Ob das jetzt um Willenskraft oder Lebenskraft geht oder Leistungskraft, Triebkraft, es ist egal. Also in diesem Monat sollten die eigenen Potenziale ausgedehnt, ausgebreitet werden. Die Kraft sollte gezielt eingesetzt werden und auch gezielt gelebt werden. Diejenigen von euch, die nicht in ihrer Kraft sind, sollten oder haben die Möglichkeit, in diesem Monat auch in ihre eigene Kraft zu kommen. Und ich habe einige Angebote, passende Angebote zum Thema Kraft und Familie. Natürlich, Monat Juni ist auch ein Monat der Familie, der familiäre Leben und auch des inneren Kindes. Das habe ich schon mal erwähnt. Diejenigen von euch, die meinen numerologischen Kalender gekauft haben, können auch vieles darüber nachlesen, um was es geht. Übrigens, dieser numerologische Kalender ist möglich, dass man den für ein halbes Jahr bestellt, zum Beispiel ab Monat Juni bis Ende des Jahres zu einem reduzierten Preis. Der numerologische Kalender kostet 80 Euro für halbes Jahr von Juni bis Dezember 2020. Wer Interesse daran hat, kann diesen Kalender direkt in meine Homepage-Seite, in meinen Shop buchen unter aktuelle Angebote Monat Juni. Und jetzt zurück zu den Energien von Monat Juni. Also, wie gesagt, es geht um innere Kind, es geht um die Familie und es geht um die eigene Kraft. Alle Arten von Kraft, aber diese Kraft, wenn diese Kraft unterdrückt ist, da sollte diejenige Person auch daran arbeiten, wieder in ihre Kraft zu kommen. Das ist natürlich auch notwendig, weil wenn jemand entkräftet ist, der hat etwas schwer im Leben. Also, worum dieser Monat geht. Einige von euch haben teilgenommen an dem schamanischen Ritual im Monat Mai. Da ging es um verschiedene Themen. Bei diesem Ritual, da ging es um die persönliche Entwicklung, da ging es um die persönliche Befreiung, um Klarheit zu bekommen, Erkenntnis, Entscheidungen besser treffen zu können aufgrund von dieser Klarheit. Es ging um Unabhängigkeit und innere Balance. Das war im Monat Mai. Die Teilnehmer, die an dem Ritual teilgenommen haben, manche von denen haben berichtet, dass sie sehr deutlich, seelisch, manche sogar auch körperlich diesen Prozess bewusst miterlebt haben. Im Monat Juni gibt es eine Fortsetzung von diesem Prozess. Ich muss dazu sagen, es sind mehrere Wellen.
ganz viele Toren, die das Jahr, dieses Jahr nacheinander sich auswirken, sich öffnen und Energien auf die Erde strömen lassen. Im Monat Juni haben wir die Weiterentwicklung oder die Fortsetzung von der Arbeit, die wir im Mai gemacht haben, wobei im Monat Juni geht es ausschließlich um Befreiung und Loslassen. Also hier kriegen wir Energien, die uns unterstützen, uns innerlich zu befreien und loszulassen. Zum Beispiel Themen, das Hauptthema ist Loslassen. Unterthemen oder Arten vom Loslassen sind verschiedene. Das kann zum Beispiel sein Bindungen, Denkweisen, Lebenseinstellungen, Normen loszulassen, die uns nicht mehr dienen. Es geht um Begrenzungen, es geht um Glaubenssätze und Sichtweisen. Aber an erster Stelle geht es um Auflösungen von alten Bindungen, vom Altlasten, vom karmischen Blockierungen, Verstrickungen karmisch. Und natürlich Auflösen von Eideschwüre, Gelübde, Bindungen, Manipulationen, Fremdeinmischungen und vor allem auch sind diese Energien sehr, sehr unterstützend für Auflösung und Befreiung von bewusster Manipulation im Sinne von schwarzmagischen Angriffen, Voodoo-Rituale, Eide, Schwüre, Gelübde, habe ich schon mal gesagt, Wünschen, Verwünschungen, Verfluchungen und so weiter, also bewusste rituelle Handlungen um Auflösung und Befreiung von schwarzmagischen Angriffen, Besetzungen, Verwünschungen, Verfluchungen und schwarzmagische, schädliche Rituale, Verschwörungen und so weiter. Diesbezüglich habe ich explizit im Monat Juni ein Angebot zur Auflösung von Manipulationen, schwarzmagischen Angriffen, Besetzungen, Besiedlungen, Verwünschungen, Verfluchungen und alle anderen Arten von bewusste, gezielte und rituelle Manipulation. Mein Angebot an euch bezieht sich auf 9 Wachsitzungen zur Auflösung von schwarzmagischen Angriffen, Besetzungen, Besiedlungen, Flüche, Verfluchungen, Verwünschungen und andere, die in diese Richtung gehen. Die 9 Wachsitzungen sind Fernsitzungen. Die Teilnehmer werden einzeln informiert über jede Sitzung. Es ist Einzelarbeit, keine Gruppenarbeit, auch wenn da mehrere Menschen sich da dafür anmelden oder das Ritual buchen. Es wird immer einzeln für jede Person einzeln gemacht. Sowieso grundsätzlich wird das Wachs nur auf eine Person gegossen. Das Angebot für diese Sitzungen für diese schamanische Auflösung von Manipulationen und schwarzmagische Angriffe kostet 780 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wie gesagt, 9-mal wird da Wachs gegossen an verschiedene Tage mit Pausen dazwischen, also nicht 9 aufeinander folgende Tage, sondern es werden Pausen dazwischen gelegt. Diese Pausen sind ganz individuell. Bei manchen, wenn alles gut läuft, kann täglich eine Wachsitzung geben. Bei manchen, wo da viele Schwierigkeiten kommen, was bei der Auflösung von schwarzer Magie auch ganz normal ist, dass da sehr große Widerstände sich zeigen und meine Arbeit boykottieren wollen, da lasse ich auch ein paar Tage Zeit zwischen den Sitzungen. In diese Auflösungsarbeit ist mit inbehalten ein Schutzfeld, solange ich arbeite, auch in den Tagen, wo ich kein Wachs gieße, ist dieses Schutzfeld vorhanden, also von Vergabe des Auftrags bis zu letzte Wachsitzung ist die Person oder die Personen unter ein energetisches
Schutz gestellt. Aber wie gesagt, 780 Euro kostet das Angebot im Monat Juni in meinem Shop zu buchen. Wer sich über das Wachsgießen informieren möchte, so findet ihr in meiner Webseite Kategorie Wachs ein ausführliches Infomaterial, wo ich da alles über das Wachsgießen, alles Wichtiges über das Wachsgießen geschrieben habe. Da könntet ihr das lesen und euch eine Vorstellung machen, was das ist und wie das Wachsgießen funktioniert. Diesen Monat biete ich genauso wie im Monat Mai auch ein schamanisches Ritual zum Thema Befreiung und Loslassen. Wie ich vorhin beschrieben habe, das sind viele verschiedene kosmische Kräfte, Naturkräfte, Toren, Sternentoren, Erdentoren öffnen sich jeden Tag etwas anderes oder mehrere gleichzeitig in diesem Monat. Also, und da bitte ich dieses schamanische Ritual da dafür, dieses Ritual fängt oder beziehungsweise diese neue Energiewelle fängt am 3.6. und endet am 15.6. Wobei, dann brauchen wir noch ein paar Tage nach dem 15.6., wo sich die Energien setzen und sich auspendeln. Wer von euch teilnehmen möchte an diesem Ritual, kann das in meine Homepage-Seite buchen. Für eine Person kostet die Teilnahme 80 Euro, für ein Paar oder zwei Personen 120 Euro. Und für eine Familie bis zu vier Personen 160 Euro. Die Teilnehmer, die im Monat Mai teilgenommen haben an diese Transformationsritualen, diese Wellenenergieübertragung, die bekommen ein vergünstigstes Angebot für die Teilnahme für Monat Juni, wenn Sie möchten. Und dann haben wir im September noch eine ganz starke Energiewelle, die dann die Reste, die geblieben sind, auch mit auflösen kann. Da werde ich im September nochmal so ein Angebot machen. Bezüglich Reste möchte ich sagen, dass wenn man Energiearbeit macht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass mit so eine Handlung zu 100% alle Energien rausgehen. Also da bleiben in meisten Fällen bleiben auch immer wieder ein paar Reste. Das ist ja auch normal, je nachdem, wie die Person belastet ist, wie tief der Angriff ist, wie breit und hat sich dieser Widerstand oder diese Blockade ausgebreitet, wo die sitzt, in welchem Energiekörper und so weiter. Also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und je leichter die Problematik, desto schneller und unkomplizierter wird sie aufgelöst. Das heißt, da bleiben kaum Reste vorhanden. Und wenn die Problematik sichtbar und spürbar ist und über Jahre lang oder sogar über Generationen oder Inkarnationen vorhanden ist, dann in der Regel bleiben immer einige Restenergien übrig. Und weil es hier um so tief liegende Themen geht, haben die Spirits von Open gesagt, dass die nochmal im September eine spezielle Energieübertragung und Energiearbeit machen für uns Menschen hier auf der Erde, damit wir auch die Möglichkeit haben, die Restenergien loszulassen. Aber wie gesagt, im Monat September kommt der nächste Angebot da dazu, dafür von mir. Also diejenigen von euch, die diese Energieübertragung, dieses schamanische Ritual mitmachen möchten, können das in mein Shop und aktuelle Angebote im Monat Juni sofort buchen. Und diejenigen von euch, die im Monat Mai teilgenommen haben und die möchten im Monat Juni nochmal dabei sein,
Die bitte ich, mich persönlich zu kontaktieren und nicht über die Homepage-Seite, über den Shop zu buchen, weil für wiederholende Teilnehmer habe ich etwas günstigere Preise. Die werde ich euch dann mitteilen bei der schriftlichen Anmeldung, aber wie gesagt, nicht über den Shop, sondern einfach schickt mir eine Nachricht. Okay, jetzt geht es weiter mit meinem ersten Angebot für Monat Juni 2020. Ich habe gesagt, es geht um Familie, Partnerschaft, innere Kind. Und diesbezüglich biete ich euch eine Aufstellungsarbeit zum Thema Partnerschaft oder Thema Familie, Thema Kinder oder innere Kind. Zu diesem Themen biete ich die Aufstellung zum Preis von 80 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Thema Partnerschaft, Familie, Kinder, innere Kind. Auch in meine Homepage-Seite zu buchen. Diejenigen von euch, die eine Beratung brauchen, können auch zu günstiger Preisberatung im Monat Juni buchen. Ich habe etwas ganz Neues mit hinzugefügt für Monat Juni, nämlich eine Beratung mit oder ohne Karten für 30 Minuten, kostet 40 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das habe ich bis jetzt noch nie so angeboten. Diesen Monat biete ich es an, weil beim so starke Transformationen wie zum Beispiel Auflösung vom schwarzmagischen Angriff und so weiter entstehen sehr viele Fragen, da passiert sehr viel im Leben von der Person und Angriffe oder Manipulationen werden sichtbar und fassbar und solche Menschen haben meistens sehr viele Fragen und das war auch der Anlass, warum ich für diesen Monat mich dazu entschlossen habe, 30 Minuten Beratungen anzubieten zu 40 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Ansonsten biete ich auch 45 Minuten Beratungen zu 60 Euro. Das habe ich jetzt seit Frühjahr stark im Angebot, weil in diese Corona-Zeit, in diese schwierige Zeit sehe ich auch ein oder ich fühle mich verpflichtet, auch etwas zurückzugeben. Also wer Beratung braucht, mit oder ohne Karten, kann die Beratung genau in meinem Shop buchen. Und zum Schluss möchte ich noch einen Hinweis an euch geben. Also am 5.6. haben wir Mondfinsternis und es ist ein Ausrufzeichen, ein Achtungszeichen gesetzt, also passt ihr bitte auf, weil da können sehr stark Zweifel und Ängste, Manipulationen und Missbrauch hochkommen, wenn das euch betrifft. Das wird nicht jeder betreffen, aber einige von euch werden schon damit konfrontiert werden, dass ihr achtsam seid und an diesem Datum euch besonders schützt oder irgendwie euch Kraft holt. Weil da haben wir diese Schattenseiten, die werden hervorgerufen und hochgespült. Besonders, weil wir an diesem Tag, das ist der Freitag diese Woche, wir haben eine negative kosmische Einstrahlung. Also da, ich bitte euch einfach mal achtsam zu sein. Diejenigen von euch, die an dem Ritual oder an der Auflösung vom schwarzmagischen Angriff teilnehmen und sich angemeldet haben, haben etwas leichter, weil die stehen sowieso in einem energetischen Schutzfeld, was von mir aufgebaut wird und da können diese Energien nicht so stark sich auswirken. Und für alle anderen, einfach aus Info, dass ihr das beachtet und dementsprechend Maßnahmen auch trifft. Ich möchte euch nochmal ausdrücklich erklären, damit es keine Missverständnisse entstehen. Also das schamanische Ritual zum Loslassen ist nicht das gleiche wie diese schamanische
Befreiung vom schwarzmagischen Angriffe, Besetzungen, Besiedlungen und so weiter mit dem Wachs. Das sind zwei ganz verschiedene Arbeitsweise und zwei ganz verschiedene Ergebnisse. Also das Ritual mit der Energieübertragung, mit diesen Wellen und Toren, was wir jetzt haben vom 3. bis 15. Juni, dieses schamanische Ritual, da werden Energien übertragen, mehrere täglich verschiedene, die arbeiten an dem gesamten Energiefeld von der Person. Und die haben den Zweck, die Energien in der Person zu verändern und ihr zu helfen, einiges loszulassen, was die Person loslassen sollte, also vom alten und verbrauchten Energien sich zu befreien. Das Wachsgießen hingegen ist eine spezielle, gezielte Handlung zur Auflösung und Befreiung vom schwarzmagischen Angriffe, Besetzungen, Besiedlungen, Fluche, Verwünschungen, Verfluchungen, Eideschwüre, Gelübde. Also diejenigen von euch, die das Gefühl haben oder sogar wissen, dass sie attackiert werden, manipuliert werden, für die ist diese Wachsgießen empfehlenswert. Diejenigen von euch, die sagen, ich habe vieles loszulassen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich jemand schwarzmagisch angreift, für die reicht es die Teilnahme nur an dem Ritual. Eine Kombination von beidem ist natürlich auch möglich. Diejenigen, die unter Angriffe oder Besetzungen leiden, die können auch zusätzlich teilnehmen an diesem schamanischen Ritual, an der Energieübertragung. Somit haben sie zwei starke Rituale gleichzeitig laufen. Das ist der Unterschied, weil vielleicht einige von euch können sich das nicht richtig erklären, was das eine, was das andere bedeutet oder wozu das eine und wozu das andere zu gebrauchen ist. Also ich hoffe jetzt, dass ihr verstanden habt, um was es geht. Das schamanische Ritual zum Loslassen ist auch sehr empfehlenswert für Menschen, die unterdrückte Eigenwille haben, Menschen, die sich in Abhängigkeiten begeben und auch besonders für Menschen mit starken Ängsten und Zweifeln, weil das sind so die Hauptenergien des Loslassens, die vom Kosmos übertragen werden durch diese Übertragungsrituale. Also Thema Zweifel, Ängste, Missbrauch fällt auch darunter. Und Abhängigkeiten und unterdrückte Willenskraft. Also diejenigen von euch, die Probleme damit haben, die sind in diesem schamanischen Energieübertragungsritual herzlich willkommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Orakel. Hoffentlich seid ihr zufrieden. Hoffentlich habt ihr gute Botschaften von den Spirits für Monat Juni 2020. Lieben, wir schauen jetzt die Energietendenzen für Monat Juni 2020 für den Gefühlsklärer Element Feuer, Sternzeichen Löwe, Schütze, Widder. Ich fange an wie immer mit Engel der Liebe Orakel. Das war die erste Karte, die sich gezeigt hat. Drei Karten für nein, nicht diese, sondern diese Gedanken, Gefühle, Aktivitäten. Dann geht es weiter mit Seelenpartner-Orakel, auch drei Karten. Kipperkarten-Orakel, drei Karten. Hier sind zwei, haben sich gezeigt für die Aktivitäten, nehme ich alle beide. Okay, ein Schutzgeist habe ich auch für Monat Juni für euch. Mal schauen, welcher Schutzgeist, welcher helfet ihr dem Gefühlsklärer unterstützt. Und hier nehmen wir eine
aufziehen, wäre besser gesagt. Das war das. Eine Moorbotschaft. Okay, ich fange an mit dem Gedankenbereich von dem Gefühlsklärelement Feuer. Wir haben hier des Wartens wert göttliche Timing bestimmt dein Liebesleben. Das heißt, eure Beziehung, deine Beziehung wird von oben gesteuert. Es ist etwas im Gange, was gemacht werden sollte als Voraussetzung, damit es in deine Beziehung weitergehen kann. Also hier musst du etwas klären, auflösen, etwas zu Ende bringen, damit es weitergehen kann. Und das wird vom Himmel gesteuert. Seelenpartner-Orakel sagt, drücke Liebe durch Geschenke aus, gib jemandem ein kleines Unterpfand, deine Liebe. Du solltest Liebe zeigen, dich öffnen und diese Liebe zeigen und ausleben. Und das kleine Kind, Neuanfang, kindliche Energien, kindliche Unbeschwertheit, Vertrauen, Neugier, Glauben an den Erfolg in der Beziehung, an den eigenen Erfolg. Also sehr, sehr gute Aussagen. Dann schauen wir in deinem Herzen. Die Befreiung liegt da. Darum des Wartens wert, göttliche Timing in deinem Gedankenbereich. Weil du musst dein Herz befreien. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Die Kontrolle zurückzuholen, dass du dich nicht mehr manipulieren lässt durch Blockierungen oder andere Menschen, sondern dass du handelst, von deinem wahren Selbst heraus handeln. Dein Herz sagt auch, lernt einander kennen. Das Liebesbedürfnis des anderen zu kennen ist wichtig, damit eine Beziehung wachsen kann. Also er möchte dich doch kennenlernen, also der Gefühlsklärer öffnet sich und möchte seine Loslasserin, Seelenpartnerin auf eine neue Ebene kennenlernen, offen und ehrlich kennenlernen. Und wir haben die Klärungen, die Freisprechung, Vergebung oder was auch immer ist auch. Hier haben wir eine Lösung, Auflösung von einer Situation. Hier geht es darum, eine gemeinsame Ebene zu finden miteinander. Vielleicht auch mit Hilfe von einer dritten Person, ein Helfer, ein Berater, vielleicht ein Schamane, der was da machen kann, um dir zu helfen, dass du dein Herz öffnest, dass du dich befreist. In deinen Aktivitäten haben wir die Kinderkarten. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben. Monat Juni ist dem Kind gewidmet. Also hier geht es darum, deine eigenen Kinder oder die Kinder deines deine Partnerin können eure Beziehung beeinflussen. Und hier geht es aber auch viel mehr auf das innere Kind. Wir haben innere Kind auch in deinem Gedankenbereich gehabt, ne? Dass du daran schaust, wir haben hier aktive innere Kinder. Wenn diese aktive innere Kinder in positive Richtung sich auswirken, wie das hier, hast du sehr gute Entwicklungstendenzen. Ich glaube ja aber blockierend, weil hier steht, bitte um Hilfe, wobei benötigst du wirklich Hilfe? Fragezeichen. Also, du musst dir helfen lassen, hier dein innere Kind, was verletzt oder wütend ist, dass du den heilst. Und da brauchst du Hilfe. Und wir haben hier eine sehr gute Aussage, viel Geld gewinnen. Also das kann auch eine überraschende Wendung, überraschende Entwicklung ins Positive, gewinnbringend sein. Und deine Gedanken, du machst dir sehr viel Gedanken, du bist sehr im Kopf und du denkst sehr viel über die Beziehung nach und über die Loslasserin denkst du sehr viel nach. Schutzgeist, der dich beschützt, ist der Elefant, der steht für die Weisheit, göttliche Weisheit, sowie deine eigene innere Weisheit. Der kann dir helfen und wird dir helfen, wenn du dich mit dem verbindest und arbeitest, deine innere Weisheit zu bekommen. Des Weiteren kann er dir auch helfen, dich für die Fülle zu öffnen und für das Glück. Sehr gute Hilfe dir. Interessant, dass dieser Elefant kam im Monat Mai sehr häufig, so wie im Monat Juni. Also hier geht es wirklich darum, dass wir in der Fülle kommen, in dem Glück kommen, in dem Seelenglück, in die gute Energien. Die Amor-Botschaft für dich ist Neuanfang. Das ist auch Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich, empfange es mit offenen Armen. Lebe deine Träume voller Leidenschaft.
Der Neuanfang steht dir zu, kannst du richtig ausleben, wenn du dein Herz befreist. Und hier holt ihr Hilfe, um dich da befreien zu können. Sehr gute Aussagen. Wir schauen jetzt, was die Kipperkarten noch an Entwicklungen geben, an Entwicklungstendenzen geben. Oder ich lege sie hier so. Arbeit, Beschäftigung, du musst etwas tun. Arbeit an der Beziehung, vielleicht bist du auch mit deiner Arbeit im Berufsleben verbunden. Auf jeden Fall Thema, das Thema ist Arbeit. Du selbst stehst in dem Kartenbild, schau mal, nochmal, Neuanfang und die Kinder. Wir haben hier Geradlinigkeit, Militärperson, ein Plan. Wir haben zweimal Gewinnkarte. Viel Geld gewinnen, zweimal die gleiche Karte. Beide Male in die Aktivitäten, also wenn du etwas machst, Aktivitäten reinbringst, lieber Gefühlsklärer. Das wird für dich gewinnbringend sein. Wir haben hier der neue Anfang mit dem Gewinn, private Bereich, Wohnzimmerbereich. Innere Kind steht hier gut und wir haben hier männliche Ahnenreihe, Vaterkraft steht auch gut. Wenn du Kinder hast, sind die Kinder auch im Gleichgewicht. Also ich sehe hier zum Glück keine Ahnenthemen, die sich übertragen, sondern eher woran du schauen solltest, wäre diese innere Kind. Und vielleicht kommt auch aus der Vergangenheit oder aus fremder Energie eine Belastung, die dich blockiert, das ist aber nicht ausdrücklich zu sehen. Die Entwicklungen sind sehr gut. Und die Blockade in deinem Herzensbereich, die musst du dich davon befreien. In diesem Sinne wünsche ich dir gutes Gelingen, gute Befreiung. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne an mich wenden. Alles Gute!